Beim Wandel meines landwirtschaftlichen Denkens der letzten Jahre stieß ich immer wieder unausweichlich auf einen Namen. Michael Reber. Zu jedem für mich neuen Thema gab es ein Video, eine Sequenz, eine Tonspur im Internet von Michael Reber. Dass er mich und meine Familie persönlich auf seinen Hof eingeladen hat, war daher ein großes Geschenk für uns. In diesem Video nehme ich euch mit zu einer intensiven Woche der Begegnung mit dem Bodenflüsterer der deutschen Landwirtschaft. Was bedeutet denn für dich eigentlich regenerative Landwirtschaft? Was verstehst du darunter, oder? Ja, das ist schon mal die komplexeste Frage aller Fragen. Erstmal auch Hallo von mir an euch. Das, was wir heute tun, das haben wir schon gemacht, bevor es den Begriff regenerative Landwirtschaft gab. Ja. Was verstehe ich heute drunter? Für mich ist immer ein bisschen das Ziel, was so international unter regenerativer Landwirtschaft verstanden wird. Ja. Und die aktuellste Definition ist, ändere dein Mindset. Ja. Also fang erstmal an, dich mit Wissen zu versorgen rund um das Thema Boden. Dann kommt eigentlich das Wichtigste, Bodenbearbeitung so weit wie möglich reduzieren, machen wir heute nicht. Wir schneiden heute einmal alles oben ab, aber wir greifen halt nicht tief ein. Dann ist es Vielfalt, ja, also vielfältiger Anbau, entweder mit einer, müssen kurz wenden, ja. mit einer vielfältigen vielfältigen Fruchtfolge oder wo wir als Biogasbetrieb halt die große Chance haben, ist Mischkulturen anzubauen. Ja, also wir bauen jetzt hier auf die Fläche, kommt ein Wickroggen drauf. Und so bauen wir das Getreide immer mit Leguminosen und verschiedenen anderen Kulturen zusammen an. Haben jetzt beim Mais zum Beispiel auch Sorghum, Sonnenblumen mit reingemischt. Also die Vielfalt ist wichtig. Möglichst ganzjährig lebende Wurzeln im Boden. Ja, die Chris Nichols sagt, 260 Tage wirklich einen wachsenden Bestand im Jahr. Hört sich nach wenig an, aber es ist, wenn man es mal ehrlich nimmt, bis ich wieder eine Kultur etabliert habe, eine sehr lange Zeit. Und mit dem bewachsenen oder lebenden Pflanzen oberirdisch haben wir natürlich auch immer lebende Wurzeln im Boden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ja, am Ende, das was du schon sehr viel weiter bist als ich oder warst, mit wieder Tierhaltung auf der Fläche integrieren. Ja, das haben wir halt gar nicht. Ja, das kriegen wir auch nicht unter. Also diese 6 Punkte Boden, ja, der 6. Punkt hat noch gefehlt zwischendrin, den Boden möglichst immer bedeckt haben. Hier seht ihr nochmal die 6 Prinzipien, die der Michael gerade aufgezählt hat. Und zwar ist das die Änderung des Mindsets, also den Kontext von regenerativer Landwirtschaft verstehen. Minimiere die Eingriffe in den Boden. Maximiere die Artenvielfalt, das geht zum Beispiel über Untersaaten, Mischkultur, damit einherkommen Insekten, den Boden möglichst ganzjährig bedecken, ganzjährig lebende Wurzeln, das geht dann auch wieder Richtung Zwischenfrüchte, Untersaaten und Tiere integrieren. Mit Wiederkäuern, Schafe, Kühe kann man quasi Äcker abweiden und die quasi den Acker düngen lassen und so die Tiere integrieren. Also bedeckt heißt mit Pflanzen oder Mulchmaterial? Am besten beides, ja. Wird aber bei uns im Biogasbetrieb einfach schwierig, dadurch, dass wir die ganzen Pflanzen ernten. Hier stand jetzt Silomais, ja, wir haben ja nur die Maisstoppeln. Wir haben ja de facto jetzt einen blanken Boden da liegen, ja, was ich überhaupt nicht gern mag. Und woran lag es jetzt in diesem Jahr, wir sind ja gerade auf dem Feld, dann können wir kurz drüber sprechen, woran lag es jetzt, dass hier dann das so gekommen ist? Unser größtes Problem war, dass wir einen sehr nassen Winter hatten. Ja, eigentlich waren wir froh, dass wir sehr viel Niederschlag hatten. Dann haben wir ja bis Ende April sehr viel Niederschlag gehabt. Wir sind erst Anfang Mai auf die Flächen gekommen, vor Mais. Dann ist man dazu verlockt, zu früh reinzugehen, ja, in einen zu nassen Boden. So war es hier auch.
das ging gerade so, Mais legen und dann hat es nachts wieder 40 mm drauf geregnet. Der ganze Boden war wieder verschlemmt, obwohl wir nur Mulchsaat gemacht haben. Ja, und dann nach 14 Tagen haben wir nochmal Mais nachgesät. Hier auf dem Schlag ging es ganz gut. Alle anderen Schläge haben wir nicht nachgesät. Da war es einfach. Es war wirklich Katastrophe dieses Jahr, was wir an Mais geerntet haben. Bei uns zu Hause am Standort. Ja, wir sind jetzt hier 10 Kilometer weg vom Hof, direkt an der A6. Ein bisschen besserer Boden. Ja, hier ging das noch gut. Ja, war noch ein für dieses Jahr ein sehr guter Ertrag. Ja, aber sehr gut. Für dieses Jahr heißt 30 Tonnen Frischmasse. Ja, was ist konventionell so üblich, sag ich mal, in guten? Also aber unsere Wunschvorstellung sind 40 Tonnen, was der Standort so im Mittel hergibt. Das haben wir aber 2017 zum letzten Mal erreicht. Und das liegt dann daran, dass die Jahre immer trockener werden? Oder? Ja, am Jahresende sind die Summen immer noch dieselben. Ja. Nur verschiebt sich der Niederschlag komplett ins Winterhalbjahr. Und unser großes Problem ist einfach, ja, die Jahresdurchschnittstemperatur steigt massiv an. Also wir haben, als ich mit 97 auf den Betrieb gekommen, da war es 7,5 Grad. Und wir hatten letztes Jahr 11 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. Ja, also 3,5 Grad, also dieses 1,5 Grad Ziel, glaube ich, ist für Mitteleuropa überhaupt nicht mehr relevant. Und diese hohen Temperaturen zusammen mit sehr viel heißen Tagen. Ja, wir sind jetzt heute 4. Oktober. Heute ist ein kühler Tag mit 16 Grad. Ja, ja. Wir hatten gestern 27 Grad. Es ist einfach irre, ja, und es ist auch fürs Wochenende wieder so warm gemeldet, wie lange das warm bleibt und auch trocken. Ja, also das ist einfach die Herausforderung, die Niederschlagsverteilung wird immer extremer. Und da die richtigen Zeitpunkte zu finden, ja, wann mache ich jetzt, so wie heute, meine Bodenbearbeitung, Aussaat muss sitzen, ja, dass sich die Kultur etablieren kann. Ja. Wir haben jetzt viele Flächen zwischen Frucht, Aussaat Anfang September, da war es unten drin sehr nass, wir hatten im August 200 mm und jetzt stehen da lückige Bestände und die vertrocknen. Also dass Zwischenfruchtbestände vertrocknen Anfang Oktober, unvorstellbar. Ja. Ja, aber die große Frage ist halt, was kann man, also ist das auch, wie kam denn vielleicht bei dir im Betrieb die Entscheidung dazu oder wie bist du darauf gekommen, regenerative Landwirtschaft zu machen? Also was war der Anstoß? Zumindest ich habe erst nachgedacht, als bei mir extrem schlecht lief. Ja, das war ja bei uns dasselbe. Also wir haben 2009 die Biogasanlage gebaut. Wir haben mit bis dahin normalen Erträgen kalkuliert, dass wir die Anlage versorgen können. Und haben dann aber schon nach 2-3 Jahren, also so 2011, 12, ging das los, dass sich das klimatisch auch sichtbar verändert hat. Dass wir einfach die Erträge nicht mehr sicher realisieren konnten. Wir waren eigentlich bis dahin immer eine Gegend, wo es im Sommer zu feucht war. Ja, das hat sich komplett verschoben. Ja, und dann habe ich halt geschaut, ja, was kann ich tun? Ich kann entweder immer Fläche dazupachten, um dieselbe Erntemenge zu haben, oder ich schaue, dass ich mich um das kümmere, was ich habe, mein Grund und Boden. Was kann ich besser machen? Ja, ich habe mich schon immer mit fluglosem Ackerbau beschäftigt, schon zu Studienzeiten. Aber ich bin mit dem Wissen einfach an meine Grenzen gekommen und habe dann geschaut, was gibt es für erfolgreich fluglos wirtschaftende Biobetriebe. Und damals, also 2012, gab es den Sepp Braun in Freising, Biolandbetrieb, oder hier in Baden-Württemberg war es der Friedrich Wenz als Demeter-Betrieb, weil es halt zum Friedrich 100 Kilometer weniger zu fahren war, bin ich da mal hingefahren. Ja. Friedrich hat zu dem Zeitpunkt auch schon Bodenkurse angeboten und habe mir das im Sommer 13 das erste Mal angeschaut. Und war für mich so, das was er da erzählt hat, das war für mich alles neu. Ja? Und ich habe gedacht, ich weiß viel, ja? Ich habe gar nichts gewusst. Habe mich dann dazu entschieden, 2014, 2015 diesen Bodenkurs in Grünen zu machen bei Wenz und Näser.
war unten im Chiemgau und es waren so 5x2 Tage raus aus dem Betrieb und 5x2 Tage mit 30 Kolleginnen und Kollegen nur das Thema Boden. Es hat nie eine Rolle gespielt, bist du bio oder konventionell. Es hat keine Rolle gespielt, wie groß der Betrieb war, ja, sondern es ging für alle drum. Wie schaffen wir es, dass wir unsere Böden fruchtbarer machen? Ja, das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, dass man sich unter Bäuerinnen und Bauern so offen austauscht. Ja, das war so der Anfangspunkt für vieles an Veränderungen, ja, was wir jetzt gemacht haben in jetzt 9 Jahren. Also waren sinkende Erträge oder es wurde schwieriger mit den Erträgen und dann hast du halt geschaut, was geht überhaupt. Ja? Ja, wir mussten einfach, ich musste ja was tun. Ja? Ich kann es ja nicht laufen lassen, wenn die Erträge also nicht nur stagnieren, sondern wirklich zum Teil auch rückläufig waren. Da kann ich ja nicht zuschauen. Ja? Also ich sage immer, wir Bauern sagen immer, wir sind Unternehmer. Dann muss ich auch was unternehmen, wenn ich ein Problem sehe. Ich kann jetzt den Kopf ins Sand stecken. Oder ich kann noch mehr Dünger hinwerfen, das bringt ja nichts. Ja. Wenn es nicht regnet, bringt das alles nichts. Ja. Wir müssen ja eigentlich schauen, wie schaffen wir, dass wir das Wasser im Boden halten. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir jetzt heute hier mit dem Trefflergruber durchfahren. Einfach mal alles abschneiden, Kapillarität brechen, dass das bisschen Wasser, was im Boden drin ist, drin bleibt. Da wir jetzt mal hier sind, wüsste ich gerne mal, hast du denn noch Visionen für deine Landbewirtschaftung? Also egal ob jetzt Ackerbau, Grünland, Garten, was weiß ich. Ja gut, rein ackerbaulich wäre die Vision schon irgendwann in Richtung Bio-Direktsaat zu kommen. Ja, das wäre noch so ein Wunsch. Aber ob das realisierbar ist, ja, am Ende geht es ja darum, im Moment ist die Biogasanlage das, was das Geld bringt, die muss laufen und dafür muss ich Erträge sicher realisieren. Ja, und deswegen ist jetzt halt die erste Herausforderung aus meiner Sicht, ich möchte nicht Mais im Bio anbauen, wo ich zigmal hacke und striegel, sondern dann wird es eher auf dieses Gemenge rauslaufen, was wir eh schon machen. Ja, dass wir dann sagen, wir bauen Gemenge, das ohne Pflanzenschutz von mir aus mit einem einfachen Striegelgang zu Beginn noch klarkommt, aber nicht mehr. Ja. Also ich möchte mir nicht Bodenstruktur mit Hacke und Striegel kaputt machen. Ja. Das ist nicht meine Vision von Biolandbau. Ja, und ansonsten, das kurzfristige Ziel ist, mit Bio dieselben Erträge hinzubekommen. Also das traue ich mir auch schon zu. Dafür haben wir die letzten Jahre viele Dinge ausprobiert, damit wir den Schritt noch gehen können, auch vor dem Hintergrund dieser zum Teil wirklich exorbitant hohen Düngerpreise für Mineraldünger. Ja, war klar, wir müssen da noch mal ein bisschen was ausprobieren. Ich denke, da haben wir das Werkzeug. Also vom Dünger her mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Das kriegen wir hin und ja, Pflanzenschutz müssen wir schauen, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. Wobei das, was wir als Pflanzenschutzmaßnahmen ja, im wachsenden Bestand machen, das war eh schon alles Zeug, das im Biolandbau zugelassen ist. Ja. Das Einzige ist es halt, wir können nicht mehr mit Herbiziden arbeiten. Ja. Also wir müssen, wenn, dann müssen wir, was ich nicht hoffe, müssen wir mechanisch eingreifen. Ja. Und du sagst, die Mittel waren zugelassen im Biolandbau. Was war das? Ja gut, das sind zum einen Gesteinsmehle, bei uns ein Biolith. Ja. Das sind Pflanzenextrakte, flüssiger Schwefel, solche Dinge. Ja, das hat alles eine Fibellistung, von dem her, da bin ich tief entspannt. Ja, gerade was Pflanzenextrakte angeht, haben wir wirklich viel ausprobiert, haben da jetzt zwei Mittel, die funktionieren. Ja, also wir haben ja lange auch mit Komposttee selber gearbeitet, aber ich bin halt seit 2020, mache ich das nur noch mit einer 450-Euro-Kraft. Wir müssen uns auf den Tagesbetrieb fokussieren und deswegen sind es auch wieder Zukaufprodukte geworden. Ja.
Also das sind Pflanzenhilfsstoffe zugekauft? Ja. Also nicht selber irgendwie... Nee, wir mischen jetzt keine EM, sondern vermehren die selber. Ich habe die Zeit nicht, und wenn ich sehe, was das kostet, dann muss ich sagen, das Geld kaufe ich zu. Ja. Tue es in die Spritze rein, fertig. Ja. Nee, das kurzfristig sehe ich als machbar an. Ja, wir müssen jetzt halt nochmal sehr viel mehr ausprobieren. Aber es war jetzt nach diesem Jahr wirklich endgültig klar, wir müssen Anfang Juni schon mal mindestens 50% der Ernte im Silo haben, die wir brauchen. Ja. Ja, weil der Mais einfach nicht die zuverlässige Kultur ist auf dem schwierigen Standort hier. Ja. Also vor 5 Jahren hat man noch gesagt, Mais ist der Gewinner des Klimawandels, ist er definitiv nicht auf unserem Standort. Ja. Ja, wir kommen jetzt hier Richtung Weinbauklima, da konnte sich der Mais noch berappeln nach dem Regen. Ab Mitte Juli, ja, nur bei unserem Standort hat es halt erst Ende Juli geregnet. Da war der Mais schon im Fahnenschieben. Da war es einfach zu spät. Er hat nichts mehr im Längenwachstum gemacht. Er hat sicher noch zum Teil ordentlichen Kolben gemacht, aber der Biomasseertrag war einfach katastrophal. Ja, für die Kosten, die ich bei Mais halt habe. Ja. Mais ist halt die teuerste Kultur, bis er im Boden ist. Und dann schaue ich den ganzen Sommer in den Himmel hoch und hoffe, dass es regnet oder nicht. Ja. Ja. Aber ich hätte jetzt so, also ich habe lange kein Mais selber mehr angebaut bei mir im Betrieb, aber ich hätte jetzt auch so gedacht, es ist eine sichere Kultur, also gerade, aber die Zeiten sind vielleicht vorbei. Ich weiß es nicht, ich bin glaube auch einfach nicht der geborene Maisbauer, ich kriege es einfach nicht hin, das muss ich so ehrlich zugeben, ja, ich war noch außer 21 und 17 war ich noch nie zufrieden mit dem, was ich am meisten draußen hatte. Also jetzt habe ich mal, finaler Wunsch Richtung Bio-Direktsaat in ferner Zukunft und kurzfristig. Wenn das meine Lebenszeit noch erlaubt, ja. Ja. Ich meine, das andere ist, alles was ich als Gemenge anbaue, funktioniert aus meiner Sicht wesentlich problemloser wie eine Reinkultur. Wir müssen aber da halt noch viel, viel mehr ausprobieren, weil dafür gibt es einfach kein Wissen, wo ich sagen kann, so und so muss ich es machen, dass es funktioniert. Ja, das ist ein Riesenproblem. Also da muss man auch ganz klar der Wissenschaft sagen, kümmert euch da mal drum. Ja. Aber wir können ja nicht immer nur sagen, Farm to Fork, weniger Düngung, weniger Pflanzenschutz. Oder jährlich nehmen wir euch irgendwelche Mittelchen weg als konventionelle Betriebe, gerade was Beizung, Saatgutbehandlung angeht. Aber wir sagen euch nicht, wie es ohne geht. Ja? Das funktioniert halt so nicht. Ja? Also da finde ich schon, ist insbesondere Forschung und Wissenschaft gefragt, uns da mehr Rüstzeug an die Hand zu geben. Ja? Im Moment ist das, was ich da mische, Learning by Doing, Tipps aus dem Netzwerk, das man mittlerweile hat, ja. Ja. Dann probiert man aus, aber das Problem ist, wenn ich sehe, das funktioniert dieses Jahr nicht, ich kann es halt erst im nächsten Jahr wieder probieren, neu. Und dann ist halt wieder eine Ernte rum. Ja. Und ich sag mal, die Biogasanlage braucht trotzdem Futter, ne? Sonst... Ja, das ist so. Also du meinst mehr Forschung dann Richtung Mischkultur oder vielleicht mehrjährige Kulturen. Ja. Also ich fand, was du eben erzählt hast, aber die Silvie ist sehr spannend. Kommt die denn an so einen mittleren Maisertrag dran, so wie die Erträge dieses Jahr waren vielleicht, aber mit weniger Aufwand? Ja, wir haben jetzt von der Silvie runtergeholt, 12 Tonnen Trockenmasse. Ja, das haben wir in meinem Betrieb auf keinem Mais geschafft. Und 12 Tonnen Trockenmasse bei Mais haben wir bei 2 Lieferanten geschafft. Ja, okay. Ja, ansonsten nirgends. Und das muss ich sagen, mit dem Aufwand, früher einmal Gülle drauf, fertig. Ja. Also klingt für mich jetzt auch gut, aber ist das dann die Silvi ist dann auch eine Monokultur oder ist das eine Mischkultur mit anderen Kulturen? Es ist so gesehen eine Reinkultur, es ist keine Monokultur. Aber
klar ist auch, im Winter steht da erstmal nichts mit dem ersten Frost. Friert das, was jetzt so nochmal austreibt, nach der Ernte einfach runter. Der Boden ist über den Winter blank. Ja. Wir haben schon einmal ausprobiert, eventuell auch Wintererbsen oder irgendwas mit reinzusehen. Müssen wir noch mehr ausprobieren. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Es gibt Kollegen, die haben auch schon einen Wickrocken reingesät, haben den Rocken runtergehäckselt, nur der hat halt dann auch schon mal Wasser verbraucht. Ja, das heißt, da nehme ich mir schon auch Ertrag nachher von der Silvke. Gerade bei uns, wo normalerweise Mai, Juni irgendwann die Frühsommertrockenheit kommt, da wird es dann schon schwierig. Wir fahren jetzt hier gerade eine Hecke vorbei. Ist bei dir sowas wie Heckenpflanzung, Agroforst ein Thema? Also ich habe gerade gesagt, du hast schon eine große Streuungsfliese. Vor allem auch, dass die Fläche nicht vom Wind ausgetrocknet wird. Wenn man jetzt an das Wasserhaltvermögen denkt. Ja, wäre ein großer Wunsch. Nur, ich habe es ja vorhin gesagt, 85% Pachtflächen. Wenn du zu deinem Verpächter gehst und sagst, ich möchte eine Hecke pflanzen, ja, dann brauche ich dir nicht sagen, was der dann sagt. Ja. Also meiner hat Nein gesagt. Ja, das Problem ist halt, Hecken sind Landschaftselemente, die sind von heute auf morgen aus dem Antrag draußen, also bekommen auch keine Prämie mehr für. Ja. Ja, das ist ein kompletter Schwachsinn. Ja, wir reden von Green Deal etc., machen aber ordnungspolitisch genau das Gegenteil dessen, was eigentlich scheinbar alle wollen. Ja, das ist einfach nicht richtig. Ja, es ist manchmal müßig. Ja, ich würde auch gern mehr machen. Wenn man jetzt sieht, sie wollen ja jetzt Agroforst doch noch mal besser fördern. Ja, also 60 Euro pro Hektar Agroforst, also insgesamt Baumfläche, ja. Das ist ja schon eine Frechheit. Ja, das ist ja eigentlich zu sagen, hey, wir wollen das gar nicht. Ja, so klingt das. Vielleicht fragen wir mal anders. Wenn Sie jetzt unabhängig vom Geld und Verpächtern und du hättest die Freiheit und du könntest pflanzen, wie du wolltest, was du wolltest, hättest du Ideen? Ja, klar. Also ich würde das Thema Hecken auf jeden Fall wesentlich schneller und umfangreicher angehen. Wir haben jetzt im Winter mal ein Projekt vor mit 400 Meter. Ja. Und das Thema Agroforst einfach auch mal ausprobieren auf dem Feld. Ja. Das wäre schon was ich dann auch gleich machen würde. Definitiv, ja. Und dann mehr eine einfache Kultur, ich sag mal wie eine Kurzumtriebsplantage mit mehreren Baumarten oder schon richtig divers. Es gibt ja dann silvopastorale Systeme, die hochdivers sind und so weiter. Also das ist ja das Extremste, die extremste Form wäre natürlich ein Waldgarten. Ich weiß ja nicht, ob du das kennst. Ja, schon. Sag mal, wenn ich bei Null anfangen dürfte und ohne alles, was bisher war, ja, dann würde ich mich mit solchen Dingen beschäftigen. Das würde ich irgendwo auf 10 Hektar irgendwas machen. Ja. Und solche Dinge ausprobieren. Wenn ich wirklich das, was jetzt an finanzieller Belastung auf dem Betrieb da ist, sagen könnte, das ist jetzt weg, das macht irgendjemand anders oder übernimmt jemand anders und ich könnte sagen, den Rest meines Lebens mache ich das, was ich möchte. Ja. Ja, dann bin ich mir sicher, dann machen wir vielleicht 2 Hektar Gemüse oder 3 Hektar. Da wäre auch die Familie dabei. Ja, und da hätte ich viel mehr Bock drauf, wie jetzt hier stundenlang auf dem Schlepper zu sitzen. Das macht auch Spaß, ja, aber nicht tagelang. Also aus dem Alter bin ich irgendwie raus, ja, das muss ich so sagen. Aber sag mal, ohne jetzt zu sagen, das ist alles Mist, was ich jetzt mache, sicher nicht, ja, sondern einfach nur Gedanken gesponnen, wenn ich dürfte, ja, dann wäre es anders heute. Ja. Ja, hast du sehr schön gesagt, weil das wäre nämlich noch eine spätere Frage gewesen, zu einem späteren Zeitpunkt. Was könntest du mit deinem Wissen, wenn du nochmal 18 wärst, was würdest du anders machen oder was wäre deine Vision? Und das hast du jetzt im Prinzip beantwortet oder käme da noch mehr als Antwort? Gut, in dem Betrieb werden auf jeden Fall dann auch wieder Tiere drin. Ja? Weil im Moment ist es halt ein
ein Bauernhof ohne Tiere, was wir haben. Ja, es sind zwar drei Pferde und drei Katzen da, aber ist ja jetzt nichts, wo ich sagen kann, okay, da kommt auch wieder ein Dünger oder so irgendwas zurück. Oder kann ich ein Weidemanagement mit Pferden machen? Vielleicht kann man es mit Pferden machen, aber nicht mit drei Stück. Ja, also sowas würde da mit Sicherheit kommen. Oder wenn die Verpächter auch einfach mal sagen, hey, ich möchte, dass du das nimmst, ja, und nicht der letzte Euro, das Wichtigste ist, ja, so einfach mal das so ein bisschen wertschätzt. Ja, ich habe zwei, drei Verpächter, die das auch wertschätzen, ja, auch jetzt bei der Verpachtung immer auf den letzten Euro drauf gesessen sind. Ja, aber so ganz grundsätzlich wäre es einfach schön, wenn das, was scheinbar gesellschaftlich gefordert wird, auch für denjenigen, der es tut, honoriert wird, wirtschaftlich. Also das heißt, wenn wir jetzt so Leistung machen würdest, wie Hochdivers, Heckenpflanzen und so, das muss honoriert werden, weil sonst es macht natürlich Sinn für die Natur, aber den Fehler habe ich gemacht, ich habe immer zu viel für die Natur gemacht, aber du musst halt am Ende des Tages in unserem Wirtschaftssystem wirtschaftlich sein. Ja. Also wir haben halt keinen Sozialismus, der war auch nicht toll. Genau, das ist der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel nicht sagen können, wir gehen auf Direktsaat, auf den schwierigen Standort mit viel Magnesium. Ja, das Anbaurisiko steigt einfach deutlich an. Ja, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Ja, und das heißt, wenn eine Kultur ausfällt, dann ist das finanzielle Risiko viel zu groß. Ja, dafür sind auch die Pachtpreise hier zu hoch. Ja. Ja, also ich muss einfach auch einen gewissen Ertrag realisieren. Aber der Michael, der ist ja total im Thema drin, regenerative Landwirtschaft und Zukunft. Ich spiele jetzt mal den Ball zu ihm. Das ist vielleicht so einfach. Ich muss die Kamera festhalten. Ja, genau. Worüber haben wir eigentlich gequatscht gerade? Zukunft, Landwirtschaft. Ja. Oder wie, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sich die Landwirtschaft hätte verändern müssen die letzten 10 Jahre. Unterstützt mit der Politik, die lasse ich jetzt hier mal nicht außen vor, und mit der Unterstützung der Verbraucher, dass sie halt regional einkauft. Ja? Also wir brauchen halt jeder Landwirt, egal ob jetzt kleinster Betrieb mit einem Hektar oder von mir aus 1000 Quadratmeter Solawi. Du als Verbraucher musst da das Zeug auch kaufen, regional vor Ort oder jetzt halt hier vielleicht regionale Energie. Konzepte, die wir jetzt noch nicht wissen, müssen wir halt alle an einem Strang ziehen. Landwirtschaft, Bauern, Politik, Naturschutz. Genau. Und dann hat uns jetzt gerade ein Fasan aus dem Konzept gebracht, weil ich heute zum ersten Mal auf dem Feld selbst einen Fasan gesehen habe. Ja. Also ein bisschen was passiert doch. Das schreibe ich aber bestimmt nicht auf meine Fahnen, den haben wir jetzt hier einfach gesehen gerade. Ja. Klar, wir haben darüber gesprochen, wenn die Landwirtschaft als Branche vielleicht die letzten 30 Jahre von sich aus schon immer ein bisschen, ja, heute sagt man proaktiv gehandelt hätte und sagt, wir gehen vorwärts, wir zeigen, wie wir es noch besser können. Ja. Und es ist nicht immer nur technisch. Ja, wir haben uns ja immer darüber definiert, ja, wie können wir in der Tierhaltung noch mehr Tiere halten pro Arbeitskraft. Ja, haben da sehr viel in Technik investiert, in Fütterung, in Melkroboter und was weiß ich was. Aber wir haben nie, aus meiner Sicht nie, bis vor 10 Jahren vielleicht jetzt mal, sage ich, Know-how in Biologie gesteckt. Ja, wie können wir Dinge in der Natur nutzen, die uns die Natur eigentlich kostenlos zur Verfügung stellt. Ja, wir haben uns immer nur definiert über Naturalerträge, über, ja, wie können wir noch mehr Hektar machen. Ja, so hab ich alles auch gemacht. Ja, also ich möchte mich selber gar nicht rausnehmen, aber ich merke einfach, ja, wir haben so viel vergessen unterwegs auf dem Weg, ja, was Natur für uns als Betriebe kostenlos machen kann, wenn wir es verstehen. Ja, und da habe ich halt ein bisschen Problem, ja, dass wir in der Ausbildung nach wie vor zu wenig lernen.
Ja, es gibt einzelne Lehrerinnen und Lehrer oder Professoren und Professoren, die von sich aus da auch aktiv werden, aber es ist nicht was, wo ich sage, jetzt Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, okay, das ist mal der große Plan, da wollen wir hin. Und der große Plan ist für mich persönlich nicht 100% Bio. Das kann vielleicht irgendwann mal ganz am Ende stehen. Ja? Aber wie schaffen wir es, die gesamte Landwirtschaft produktiv zu halten, aber dabei einfach auch ökologischer, klimaverträglicher, was weiß ich, wie man es nennen möchte, ja, zu machen. Ja, das ist eigentlich mein Ziel und war auch immer ein bisschen mein Antrieb, das zu zeigen, dass wir es schaffen können, das ökologischer zu machen, ohne dass wir was verlieren auf der Ertragsseite. Ja. Und Ertrag dann aber nicht definiert über Tonnen pro Hektar oder Gramm Zunahmen oder Liter Milch, sondern Ertrag dann schon auch darüber definieren über die Kosten pro Einheit. Ja. Wir definieren uns gern hier, also ich kann immer noch ein bisschen von meinem Umfeld reden, über die Erträge pro Hektar. Das ist auch für mich dann wichtig. Am Ende geht es ja darum, was kostet mich die erzeugte Einheit. Ich verstehe das so. Die Landwirtschaft ist nach dem Krieg, wurde sie gepusht, produziert Nahrungsmittel ohne Ende. Daher kommt das mit dem immer größer werden, immer weiter wachsen. Und heute sind wir halt, ist meine persönliche Meinung, also wenn, dann steine ich mich, dass wir halt vielleicht lieber 20% weniger ernten und eine höhere Qualität fahren. Egal jetzt, ob um Getreide, Fleisch oder sonst was. Vielleicht werden wir in Zukunft auch vermehrt durch Umweltleistung bezahlt, ja, dass wir halt einfach wieder biologisch aktiver wirtschaften, ja, also dass es der Natur gut geht, den Bauern soll es gut gehen, ja, das ist für mich auch wichtig, oder egal ob ich das Landwirt oder Bauer nennt, aber ich habe jetzt ganz viele Betriebe gesehen die letzten 10 Wochen oder Betriebsleiter und vielen davon geht es nicht gut, ja, manchen geht es finanziell gut, dafür geht es ihnen aber psychisch nicht gut, manchen geht es auf beiden Varianten nicht gut oder was weiß ich, oder die Familie leidet, und ich glaube eigentlich, dass kein Bauer gerne, also wir wollen ja halt das gerne tun. Ne? Ja, ja, also das ist auch was ich für mich lernen musste, ja, wie schaffe ich es, dass mir das, was ich tue, wieder Spaß macht, dass ich jeden Morgen gern aufstehe und Bock drauf habe, weil ich finde es nach wie vor den geilsten Beruf der Welt, ja, wenn man es überhaupt als Beruf bezeichnen möchte, will ich gar nicht, ja, sondern ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen, als das zu tun, ja. Aber wie motiviere ich mich selbst auch wieder, dass mir das Spaß macht, ja. Dass ich heute Morgen aufstehe, obwohl es gestern Abend spät geworden ist, obwohl es vorgestern Abend in der Kommunalpolitik spät geworden ist, trotzdem um 5:30 wieder den Wecker auszumachen und dann auch aufzustehen und nicht liegen zu bleiben, ja, sondern und da gehört ganz viel von dem dazu, was ich die letzten 10 Jahre halt auch gelernt habe, ja, über das Thema Bohnen, ja, und das ist natürlich wesentlich schwieriger, weil wir ganz viel mit Learning by Doing machen müssen, weil es wissen halt, ja, vor allem über das Netzwerk an Bäuerinnen und Bauern bekomme, das ich mittlerweile auch habe, ja, und sehr wenig noch in Fachzeitschriften kommt, zum Teil auch immer noch bekämpft wird. Ja. Gibt da Einzelpersonen auch hier in Baden-Württemberg, die für die ist regenerative Landwirtschaft ein rotes Tuch. Ja, ich halte mich ja auch nicht an dem Begriff fest. Für mich geht es darum, wie schaffe ich es, dass mein Boden das Wasser besser speichert. Ja. Und da haben wir dieses Jahr auch wieder ganz viel dazugelernt, wie es nicht geht. Ja. Wir haben ganz viel wieder falsch gemacht. Gerade beim Mais. Und jetzt im Herbst aber auch wieder die Schritte, die wir jetzt die letzten 5 Tage hier gemacht haben, bis zur Aussaat, dass wir 6 mm Regen, die hier gefallen sind, im Boden behalten, dass das, was da hinten aus der Sämaschine rauskommt, in den feuchten Boden fällt und auch gleich wieder aufläuft. Ja? Und das ist das, was dann Spaß macht und motiviert. Ja, nächstes Jahr probieren wir es nochmal, probieren wir es wieder besser zu machen. Ja? Und weil die Standardprogramme nicht mehr funktionieren. Es war jetzt hier dieses Jahr so, gerade hier, wenn man das hinten sieht, an diesen Waldenburger Bergen entlang,
es war lange zu nass, dann ist man nicht reingekommen. Ich bin zum Teil zu früh reingefahren, habe den Mais zu nass gelegt. Die, die später gesät haben, da haben wir dann nur 50% Feldaufgang gehabt. Also das ist jetzt nichts, wo ich Scheiße gebaut habe, sondern das ist hier in der ganzen Ecke sind schlecht gewesen. Ja? Also die konventionellen Konzepte haben da auch nicht funktioniert. Nur ich habe halt mal locker 300 Euro pro Hektar weniger gesetzt. Ja? Also ist der Verlust nicht so groß, muss man so rum sagen. Ja? Also das war jetzt dann, du vergleichst das jetzt deinen regenerativ angebauten Mais fluglos mit dann Standard-konventionell oder flugkonventionell? Ja. Nö, Standard. Also ist auch egal, ob das jetzt Wulfsaat oder Flugsaat war. Flugsaat war sogar besser dieses Jahr. Ein bisschen, ja. Aber dadurch, dass ich schon fast so weit bin, dass ich es nur organisch dünge, ist das ja, einfach der Input deutlich geringer gewesen. War trotzdem nicht zufriedenstellend, war auch nicht kostendeckend, aber der Verlust war geringer, wie wenn ich da einen Haufen reingesteckt habe. Viele haben nochmal später nachgedüngt im Juni mit Mineraldünger, um das irgendwie zu retten. Nur ohne Wasser ist eh alles Mist. Ja. Und ja, wir probieren es einfach. Und wie ist jetzt die Variante? Du hast ja auch noch mir erzählt, du hast Hirse stehen. Ja. Ist das eine Alternative zu Mais? Definitiv. Also wenn ich sie etabliert bekomme, sie braucht zum Keimen genauso viel Wasser wie der Mais. Aber sie braucht halt in der Vegetation knapp 100 mm weniger. Und die Hirse hat jetzt die Niederschläge vom August komplett im Wachstum nochmal umgesetzt, ja, wo der Mais halt einfach durch war, weil er im Pfannenschieben war. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da Minimum das Doppelte runterholen, auch als Zweitkultur, wie jetzt von dem Hauptfruchtmais. Also doppelter an Frischmasseertrag wie Hauptfruchtmais. Ja. Das ist ja hochspannend. Und jetzt meine Frage, ist die Kultur auch günstiger im Anbau als Mais oder ist es gleichwertig? Ja, mein Wunsch wäre, dass wir da irgendwie hinkommen, dass wir da auch eigene Saatgut bekommen, aber dazu müsste ich es ja dreschen können. Das wird schwierig, weil sag mal, Hybrid-Saatgut-Sorghum oder Hirse ist ja vielleicht 30 Euro pro Hektar günstiger. Ja. Ich bin jetzt auch am Schauen, ob wir da hinkommen, dass wir vielleicht auch verschiedene Hirsearten, Hirsetypen mischt, also dass man eine Körnerhirse nimmt, die halt nur 1,50 Meter hoch wird, die mit einer Biomassehirse mischt, um über die Körner auch mehr Energie in die Silage reinzubekommen. Ja, und auch da wieder zu mischen, vielleicht auch Leguminosen irgendwas mit reinzukriegen, aber da gibt es halt noch gar nichts an Wissen. Das muss ich jetzt wieder irgendwo selber ausprobieren. Ja. Mein Antrieb ist immer, ohne das Risiko für den Betrieb zu hoch zu nehmen. Ja, das muss ich dir nicht sagen. Ja, wenn man da alles umsetzen möchte, was möglich ist, gehst du halt ein verdammt hohes Risiko. Ja. Ja. Das können wir uns als Betrieb nicht leisten, will ich mir auch nicht leisten, aber ich möchte halt jedes Jahr was Neues ausprobieren, ich möchte jedes Jahr einen Schritt vorwärts kommen. Ja. Und nicht im nächsten Jahr die gleichen Fehler wieder machen. Ja, das ist so ein blöden Spruch. Ja, die Schlauen machen jedes Jahr einen neuen Fehler, die Dummen machen jedes Jahr denselben. Ja, da ist was dran. Aber ich habe jetzt auch 2 Jahre einen Fehler wiederholt. Ja, das kapierst du manches halt auch erst nach 2-3 Jahren, dass es doch nicht so funktioniert. Ich habe immer zu viel die Insekten immer mehr gefördert und die Natur, also braucht man nie. Ja, das war vielleicht auch ein Teilfehler. Wobei ich dazu sagen muss, wir hatten halt im Ackerbau, also wir hatten halt fast an jedem Feld Waldränder, die Ackerstatus hatten, die erhalten werden mussten vom Verpächter aus, wo ich halt leider auch keine Tauschfläche bekommen habe. Das heißt, ich musste immer was machen und wir haben dann halt da überall Blühstreifen oder Brachestreifen gemacht. Und was mir hinterher aufgefallen ist, ich hoffe, da kriege ich jetzt keine Regressansprüche von irgendwem, dass man Blühstreifen auch mulchen muss, also dass da so eine man kann sich davon befreien lassen, das wird dir aber nicht gesagt, was ich sehr schade finde von der Kammer.
sondern man muss sich das dann wieder selber, also man muss die nicht mulchen, man kann sich von der Mindesttätigkeit befreien lassen. Das muss aber, soweit ich das weiß, ein Naturschutzverband irgendwie dir quittieren. Ich habe das nicht getan, ich habe es einfach nicht gemacht. Das heißt, ich habe quasi durch nichts tun mich gefreut, wie schön es da aussah und das dokumentiert. Und man sah halt dann irgendwann halt Vielfalt an Bodenleben, also Mykorrhizawachstum, oben auf liegend. Und also ich habe jetzt keine verifizierten Zählungen gemacht, aber es sah halt cool aus. Ja? Und ich behaupte, dass bei uns in der Region, also ich sag mal um den Betrieb, in den letzten 10 Jahren die biologischen Netze aktiver waren. Also wir haben wieder Hasen gesehen, die habe ich vorher nie gesehen. Aber es ist halt nicht ausgezählt. Ne? Ich kann einem halt nicht empfehlen, was ich gemacht habe, 100% für die Natur. Wir müssen alle was tun Richtung mehr Naturschutz. Aber ich wiederhole mich, der Verbraucher und die Politik muss mitziehen. Ja. Der Verbraucher, den man kauft. Ja, also da... Ist so, es ist ja nach wie vor so, dass der Standardprogramm Vollgas fährt, am Ende halt auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Ja, wenn das Maximale rausholt, also wirklich rausholt aus Tier, aus Boden. Ja, und das, solange das andere nicht honoriert wird und diese Agrarumweltprogramme, können wir eine separate Aufnahme drüber machen, ja, die setzen einfach nicht die richtigen Anreize. Thema Agroforst, 60 Euro pro Hektar, lächerlich, ja, also... Zum Beispiel, ja. Aber wen wir noch nicht mit dem Boot haben, sind Verpächter, ne, also ich wünsche mir auch vom Verpächter mehr, ne, dass man halt... Vielleicht nicht das Letzte aus den Landwirtinnen rausquetscht, sondern halt mal sagt so, ich möchte dich als Verpächter unterstützen, ja, die Randflächen, 12 Meter, die schenke ich dir, ja, wenn ich es mir leisten kann. Oder sag mal, wir sind der Bund der sozialen Verpächter, ich weiß nicht, ob sowas gibt, ja. Ja, es gibt so. Weiß ich nicht, ne, aber wir müssen alle, wenn wir das Klima resilienter machen möchten und die Ökoleistung der Landwirte, der Fläche erhöhen wollen, und für mich zählen die biologischen Netze dazu, da müssen wir alle was tun. Und wenn ich jetzt sage, gut, die Landwirte sollen auch bitte Blühstreifen, Brachflächen, Randstreifen machen, dann stelle ich, wenn ich eine Fläche von 10 Hektar habe, dann stelle ich dem Landwirt einen Hektar kostenlos zur Verfügung und der Rest der Fläche ist nicht dann höher, sondern halt eine normale Pacht. Und da kann der Landwirt dann halt seine Ökoleistung machen. Aber dann wünsche ich natürlich aus meiner Sicht, halt vom Verpächter oder Landwirt, oder aus meiner persönlichen Sicht, dass der Landwirt das auch tut und dann halt auch mit Leidenschaft und nicht nur als Alibi, ich habe was getan, Maßnahme. Weil man kann halt Ökoleistung auf dem Papier machen oder man kann sie halt auch richtig machen. Ne? Da sage ich jetzt mal zum Beispiel das Thema Blühstreifen, Blühflächen, die heißen jetzt... Ich blende es euch ein, die heißen jetzt heute anders, ich bin nicht mehr, ich habe dieses Jahr noch keinen Antrag mehr gemacht. Biodiversitätsflächen oder sowas. Genau, sowas, ja, aber da muss halt immer noch die Mindesttätigkeit gemacht werden. Und das heißt, wir fahren im August mit dem Schlepp, wo alle Getreidebestände abgeerntet werden und halt quasi wenig grün im Feld ist, da fährt dann der Landwirt los, ich sag mal, Blühstreifen mulchen und weil man hat halt nichts zu tun manchmal als Landwirt und möchte dann doch wieder. Also da werden dann immer, sehe ich dann immer ganz oft, da werden die Blühstreifen gemulcht und die Feldränder, ja. Also Feldränder mulchen halte ich persönlich auch für völligen Schwachsinn, weil da steht ja mal ein bisschen grün und da können sich dann die Insekten hinretten. Wie gesagt, es ist meine Meinung, steine ich den Michael nicht dafür, ne? Nein, mach da gern mit, nimm dir was an. Nee, aber da hätte ich nach dem Saatgut füllen mit Sicherheit noch was dazu. Ja. Weil ich habe da gestern echt einen guten Podcast gehört zum Thema Tierwohl. Ja. Da ist wirklich was dran. Wir steigen gleich wieder am Faden ein. Ja. So, wir laufen. Nee, das war ja, als der Saattank leer war, so ein bisschen auch. Da habe ich mein Bestes von mir gegeben. Ja, und was mir halt
Sorry. Was mir wichtig ist, ja, was wir für einen Anspruch als Landwirte oder als Bauern an uns selbst haben. Ja, wie wollen wir das machen, was wir tun? Ja? Und da hatte ich gestern einen österreichischen Podcast gehört, ja, da hat einer, das ist sicher sehr provokant, gesagt, dass wir immer fordern, der Verbraucher muss es bezahlen, wenn es den Tieren besser geht. Ja? Also das allererste ist doch, dass ich für mich sage, ich möchte, dass es meinen Tieren gut geht in der Zeit, wo sie bei mir auf dem Hof sind. Ja, das muss ich hier auch nochmal deutlich sagen. Das war für mich was der Grund, die Schweinehaltung zu beenden. Natürlich zum einen wirtschaftlich, aber es war dann auch wir hatten ja sehr lange Herdbuchzucht, als die Tiere ungefähr doppelt so viel Platz hatten wie gesetzlich erlaubt. Und wir dann durch das Ende der Herdbuchzucht dazu gezwungen waren, ja, in die Schweinemast zu gehen. Und du dann einfach merkst, du musst die Tiere so eng sperren, wie es gesetzlich erlaubt ist, damit du überhaupt eine Chance hast, Geld zu verdienen. Oder selbst meine Eltern, die noch mal eine Generation länger Schweine gehalten haben, als ich gesagt habe, wir wollen das so nicht. Ja? Und das war eigentlich dann so das letzte Tüpfelchen auf dem i zu sagen, wir gehen da raus. Ja, auch. Ja, wir konnten das machen, weil wir die Biogasanlage haben. Ich weiß, das ist alles verdammt schwierig, aber das auch für sich, gerade als junger Landwirt, als junge Bäuerin, zu entscheiden, möchte ich es so machen überhaupt? Ja? Will ich so Tiere halten? Weil ich sage immer, wenn der erste Kubikmeter Beton gegossen ist, dann ist es vorbei, dann ist es die nächsten 20 Jahre Minimum vorbei, weil du so lang an diesem Stall zu bezahlen hast. Ja? Und deswegen versuche ich auch den jungen Hofnachfolgerinnen, Hofnachfolgern oder auch jungen Leuten, die in die Landwirtschaft gehen wollen, zu sagen, schaut euch vorher so viel wie möglich an, so wie ihr es jetzt macht, mal mitten im Leben. Ja. Ich habe es zu spät gemacht, ja. Aber eigentlich muss ich das machen, bevor ich mich dazu entscheide, diesen Hof weiterzuführen und da Investitionen treffe, muss ich mir so viel wie möglich anschauen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ja. Und die Zeit muss man sich nehmen, die muss man sich wirklich nehmen, um die richtige Entscheidung zu treffen und damit vielleicht auch nochmal Zeit mit seinem Partner, seiner Partnerin sich zu nehmen. Was wollen wir gemeinsam auch vom Leben? Ja, und das, glaube ich, könnt ihr beide auch berichten. Ja. Ich habe es auch nicht gemacht, ja, aber das ist ja das, was wir beide weitergeben können. Ja, das aus ein Stück weit Lebenserfahrung. Ja, nehmt euch die Zeit, weil das Leben ist heute schon wieder ein paar Jahre länger als da, wo wir geboren sind. Ja, wir müssen lange genug arbeiten und dann sollten wir auch die richtigen Entscheidungen treffen. Es werden nie alle Entscheidungen richtig sein. Man lernt ja auch sehr viel aus den Fehlern, aber gerade Investitionsentscheidungen, da hilft es nicht nur, eine betriebswirtschaftliche Berechnung zu machen. Das kann ich bei einer Maschine machen, die kann ich auch leichter wieder verkaufen. Aber bei einer Investition in Tierhaltung, gerade heute mit einer sehr viel kritischeren Gesellschaft, auch dazu noch, muss ich vorher wissen, wie will ich es, möchte ich es machen überhaupt? Ja, ich habe nach 10 Jahren festgestellt, dass ich eigentlich, oder nach 15 Jahren, ich bin nicht der geborene Schweinehalter. Ja? Und ich bin viel lieber auf Marker. Ja? Das war halt damals nicht so einfach. Und trotzdem, wenn ich mich länger mit beschäftigt hätte, hätte ich das vielleicht anders machen können. Aber ja, also nochmal, es wird trotzdem immer Entscheidungen geben im Leben, die sich im Nachhinein nicht als richtig herausstellen. Aber ich muss halt irgendwann entscheiden. Ja? Und das, ja, ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Ich möchte auch nicht jetzt per se alles kritisieren an der Tierhaltung, aber ich sehe schon vieles mittlerweile sehr kritisch. Ja? Und deswegen gerade den jungen Leuten der nächsten Generation das mitzugeben, nehmt euch Zeit. Was wollt ihr machen in eurem Leben? Ja, was wollt ihr als Paar machen? Wenn es einer alleine machen will, ist es einfacher, ja? Im ersten Moment vielleicht, ja, Entscheidungen zu treffen. Aber was will ich wirklich im Leben? Ja? Wo will ich hin? Ja. Mit Familie, Betrieb? Ja? Weil das ist in der Landwirtschaft eigentlich einfach wahnsinnig eng verbunden. Ja? Das ist nicht so,
wenn man selbstständiger in der Industrie, der hängt auch an seinem Betrieb, ja, mit Sicherheit. Aber ich kann zumindest mal am Wochenende abschalten. Ne? Ich stelle die Maschinen ab. Das ist bei uns halt nicht so. Ja? Wenn das Wetter passt, bin ich auf dem Feld. Und wenn ich Tierhaltung habe, bin ich jeden Tag bei den Tieren. Ja. Also ich habe halt auch den großen Fehler gemacht. Bin eingestiegen mit 20 neben der Meisterschule noch in den Betrieb. Und ich dachte halt, ich wüsste viel, aber ich wusste gar nichts. Und jetzt bin ich halt seit 8 Wochen durch die Landwirtschaft unterwegs, von Rumänien, Kleinstbauern bis jetzt, ich sag mal, mittelgroßer Betrieb hier bei Michael. Und ich habe so viel gesehen, das ist einfach krass. Und dann also jetzt schon nach 8 Wochen könnte ich eine ganz andere Entscheidung treffen. Und das ist wirklich, wie du das gesagt hast, guckt es euch an. Es kostet erstmal nichts. Und wenn man jetzt, ich sag mal, vor der Betriebsübernahme ist, dann muss immer die Zeit sein, mal ein halbes Jahr raus und guckt euch Sachen an. Also so viel Geld könnt ihr gar nicht sparen, wenn ihr hinterher die falsche Entscheidung getroffen habt. Ich spreche aus Erfahrung. Ich glaube, das können viele sagen, die in dem Beruf tätig sind. Ja. Also ich hätte heute den Betrieb nie wieder, also nein, so viel Drogen kannst du mir nicht geben. Guckt es euch auf meinem Kanal an, da sollte bis jetzt hoffentlich schon das Video sein, wie wir gestartet haben und so. Das führt jetzt hier zu weit, aber ja, schaut es euch an. Ja, du bist halt auch als junger Mensch in aller Regel noch ungebunden. Ja? Du hast keine Kinder, du kannst ja auch als Paar was anschauen. Ja? Das kannst du mit Kindern, ja? Ihr nehmt euch jetzt aktiv die Zeit, aber das ist ja auch kein Spaß. Ja? Das ist ein Vollzeitjob. Ja, genau. Also Hut ab vor dem, was ihr da macht. Also ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen. Ja klar, wenn man jünger ist und die Kinder gerade in dem Alter sind, ist es anders. Aber für mich wäre das heute unvorstellbar, sowas. Ja. Wir träumen ja eher schon davon, dass wir mal zu zweit als Paar wieder auf Tour gehen. Ja. Das ist schon so. Aber wie gesagt, als junger Mensch ist man ungebundener. Und, ich habe auch lange gesagt, ja, wenn die Leute nach dem Abi irgendwo hinfahren, nach Australien oder sonst wo. Ich meine, wenn die nur am Strand rumliegen, frage ich mich auch, was nehme ich da mit fürs Leben. Ja? Aber wenn ich mir aktiv ein Jahr Zeit nehme und bereise die Welt, oder muss ja nicht die ganze Welt sein, aber sondern ich schaue mir Dinge an, die mich interessieren, damit ich überhaupt weiß, ist ja auch ganz oft so, dass ich nach der Schule gar nicht weiß, welchen Beruf möchte ich machen. Ja? Auch dafür brauche ich eine Orientierungsphase. Man soll sich auf keinen Fall gezwungen fühlen, dann den elterlichen Betrieb zu übernehmen, wenn es nicht sein Ding ist. Also da stürzt man sich halt persönlich in den Abgrund, wenn man es aus Zwang macht. Nicht aus eigener Überzeugung, also nicht aus freier Überzeugung. Und da nehme ich halt auch die Betriebsleiter, die dann vielleicht Mitte 50 sind und dann vielleicht Druck auf ihre Kinder ausüben mit, ja, wir müssen jetzt richtig investieren, damit du auch Gas gibst, und der Junge weiß vielleicht noch gar nicht, wohin er will. Weil dann schubst sich mein Junge oder Mädel direkt in das Hamsterrad rein. Ja. Und das, also ich kenne diese Stories. Ich weiß nicht, ob du die, also die gibt es. Ja, die gibt es leider immer noch. Ja, dass die Eltern für die Kinder was bauen, wo die Kinder wirklich noch Kinder sind, ja, mit 14, nur weil sie da schon Interesse haben, Traktor zu fahren. Das ist für mich, geht gar nicht. Ja. Also, der Beruf fordert so viel persönliches Engagement, da muss ich für brennen. Und das ist nicht Treckerfahren, das ist es nicht. Ja. Ich mache das auch gerne, und mit der Technik macht das auch Spaß, aber ich muss das alles bezahlen. Ja. Ich muss die Technik bezahlen. Und ich merke auch, dass ich jetzt so langsam in ein Alter komme, wo das auch nicht mehr jeden Tag Spaß macht, auf dem Karren zu sitzen. Ja. Dass es manchmal auch ein bisschen Last ist. Ja. Ich habe zum Glück jetzt 2, 3 junge Leute, die mir viel abnehmen. Ja. Da bin ich Gott froh drum, dass ich nicht mehr alles selber fahren muss. Aber ja, also die Landwirtschaft ist mehr als große Traktoren fahren. Ja. Da hängt so viel dran. Und das, ja, glaube ich, ist das, was wir beide mitgeben können. Ja. Nehmt euch Zeit.
ja, mit meinem Wissen von heute hätte ich den Betrieb niemals so angefangen, wie ich ihn angefangen habe. Also. Aber auf der anderen Seite, ja, ich würde es heute auch nicht mehr so machen, aber sag mal, ich wäre heute auch persönlich nicht an dem Punkt, wenn ich die Fehler nicht alle gemacht hätte. Das gehört genau halt dazu, ja. Aber ich sag mal, man muss Fehler machen, aber ja, man muss halt, was ich vielleicht sage oder was wir vielleicht sagen können, Michael hat viele Fehler gemacht, vielleicht, ich habe auch schon, mit Sicherheit ein paar mehr, in der kürzeren Zeit. Und deswegen nehme ich halt auch alles auf YouTube mit in so einem Reisetagebuch. Guckt es euch an, was es für Möglichkeiten gibt in ganz Europa. So könnt ihr halt euch vielleicht noch auch einzelne Betriebe davon anschauen und müsst nicht die ganze Reise machen. Aber das Lehrgeld habe ich bezahlt, ja? Also die Euros sind ausgegeben, also müsst ihr nicht nochmal machen. Du hast ja heute ganz andere Möglichkeiten, andere Betriebe, andere Betriebskonzepte kennenzulernen, als es früher noch der Fall war, wo du wirklich... Ja, ich meine, ihr fahrt auch hin. Ja, das ist ja auch richtig so, dass man da hinfährt. Ja, aber du kannst dich heute erstmal digital informieren. Du kannst eine E-Mail hinschreiben. Ja, du findest Infos zu den Betrieben im Internet, bevor du anrufen musst. Ja. Ich meine, wir machen es jetzt extrem. Wir tauchen halt in jeden Betrieb eine Woche ein. Da siehst du halt noch viel mehr, aber du kannst auch am ersten Tag schon was mitnehmen. Und ich kann halt sagen, auch an die großen konventionellen Landwirte, ja, guckt euch auch mal eine Permakultur an, ja, es tut nicht weh. Und die, meine These ist, wir müssen mehr mit der Natur arbeiten und auch der 1000 Hektar Betrieb kann von der Permakultur was lernen und umgekehrt vielleicht auch. Das ist so, das ist das, was ich bei dem Bodenkurs bei Wenz und Näser zu schätzen gelernt habe, ja. Das war das erste Mal so die Grenze überschreitet, diese unsichtbare hin zu Bio-Betrieben. Ja, wir waren 30 Betriebe, 25 Bio, 5 konventionell, aber es hat nie eine Rolle gespielt. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir wieder lernen müssen. Kommt bei mir auch in jedem Podcast miteinander reden, wieder, ja, austauschen. Wir können so viel voneinander lernen. Ja. Und wenn ich nur was lerne, wie ich es nicht machen möchte, das ist ja auch was. Ja. Das ist, ja, war hier auch so. Ja. Im zweiten Jahr, im Januar 2006, haben wir eine Krankheit reinbekommen, von denen unsere Zuchttiere frei sein mussten. Ja, die hat sich so geäußert, dass 50% der Ferkel totgeboren wurden. Okay, krass. Und 50% der lebend geborenen Ferkel die ersten 4 Wochen nicht überlebt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte einmal Daumen hoch, die Glocke läuten und das Video mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank. Ciao, ciao.